Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich habe Freitagmorgen, das Wochenende fängt an. Und wie ihr gesehen habt, schlauer durch Aura, ich mache mir mein Brot heute Morgen selber. Und ja, weil ich die ganze Woche so fleißig gearbeitet habe und enorm viele Überstunden habe, schaue ich mal, ob ich heute früher Feierabend mache, das schöne Wetter genieße und was am Wochenende noch so passiert. Ich versuche mal, das ganze Wochenende hindurch die Kamera mitzunehmen. Also geplant haben wir aktuell noch nichts. Das passiert bei uns ja immer ein bisschen spontan. Ich hoffe so ein bisschen drauf, dass die Jungs vielleicht am Wochenende, am Sonntag in den Heidepark fahren. Soll nämlich tolles Wetter werden. Und dann würde ich mich ausklinken. Wir haben in Bremen verkaufsoffenen Sonntag, so heißt es. Ja, mal gucken, weil ich brauche noch ein Geburtstagsgeschenk für meine Mama. Die hat nächste Woche Geburtstag und ja, mehr kann ich zum Wochenende noch gar nicht sagen. Meine Erdbeeren und meine Tomatenpflanze habt ihr gerade gesehen. Das wächst ziemlich gut und ich glaube, ich kann bald die ersten kleinen Erdbeeren probieren. Das sind ja kleine Bärchen eher als Beeren. Ja, und ich habe auch was ausgepflanzt aus meinem Click and Grow. Das war nämlich zu groß geworden. Das zeige ich euch jetzt mal. Das steht auf der Terrasse, nicht auf dem Balkon. Dafür leihe ich mir mal Stefans super coole Hausschuhe, die ich ihm mal geschenkt habe. Die gab es mal bei H&M. Und so sieht's aus. Also die Minze, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Die wächst wie verrückt und also wirklich super. Ich glaube, da werde ich vielleicht ein, zwei Blättchen am Wochenende mal abernten und in mein Wasser tun. Ja, das andere kann man schlecht sehen. Irgendwie durch den Regen ist das hier ganz schön abgesoffen. Dieses kleine hier wird hoffentlich eine Chili-Pflanze. Es wäre zu schön. Und ja, im Click and Grow habe ich schon gleich wieder neue Sachen eingepflanzt. Könnt ihr das auch hören? Ist das nicht herrlich? Die ganzen Vogelgeräusche am frühen Morgen. Also ich finde es wunderschön, entspannend. Und vielleicht sollte ich mir mal angewöhnen, meine morgendliche Tasse Kaffee nächste Woche hier auf der Terrasse zu genießen. Ja, ist einfach schön. Da braucht man kein Radio, würde ich sagen. Und ich muss mich jetzt echt sputen, weil ja, 8:10, ich muss so langsam los. Einfach traumhaft. Ich bin jetzt so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich mit der Straßenbahn zur Arbeit fahren soll oder ob ich zu Fuß gehe. Ich habe mir nämlich ein 9-Euro-Ticket gekauft und fahre jetzt öfter tatsächlich ganz faul und bequem mit der Straßenbahn zur Arbeit. Aber gut, dafür ist das Ding ja da und ja, muss ich mal ausnutzen. Wir gucken mal, wofür ich mich gleich entscheide, sonst nehme ich euch noch ein bisschen mit durch die Stadt. Von der Arbeit zurück. Ich wollte mich eigentlich direkt zum Feierabend mit Stefan in der Stadt treffen. Ich habe gedacht, wir können das gute Wetter genießen, was heute Vormittag noch war. Und ja, pünktlich zum Feierabend ist es total bewölkt. Es ist nicht kalt, sieht nach Regen aus, nicht wirklich schön. Also ja, haben unsere Pläne jetzt verschoben und hatte mir heute Morgen schon einen Einkaufszettel geschrieben. Der ist sehr überschaubar fürs Wochenende. Ich glaube, das werde ich eben schnell erledigen mit dem Fahrrad. Ich hoffe, ich komme nicht in den Regen. Und ja, ich frage mich, John hat heute als letzter das Haus verlassen, warum er mir hier in der Küche ein T-Shirt hat liegen lassen. Ja, Kinder oder
Teenager, was er gar nicht gerne hört. Ich glaube, die sind manchmal irgendwie mit den Gedanken ganz woanders und wissen gar nicht genau, was sie da machen. Ja, also schnell zum Einkaufen. Vom Einkaufen bin ich jetzt zurück und ich dachte mir, es ist wieder wirklich gutes Wetter geworden. Ich zeige euch mal eben draußen, was ich gekauft habe fürs Wochenende für 32 Euro. Extra den Bon mitgenommen. 32,83 Euro. Klingt ja schon mal recht günstig. Paprika. Äpfel. Weil es somit das günstigste Obst im Moment auch ist. Eine Lavendelpflanze, die hier hingestellt wird. Karotten. Was zum Knabbern. Dann Tomaten, mögen wir wirklich gerne. Und Sandwichbrot, weil ich dachte, wir können am Wochenende mal schnell und einfach Sandwich aus dem Sandwich-Toaster essen. Dafür nehme ich immer diesen günstigen Gouda-Käse und Schinken habe ich noch und Remoulade habe ich auch noch. Thunfisch hätte ich noch, womit man das füllen kann. Ein Müsli für meinen Frühstücksquark. Dann den Quark dazu. Nochmal Kroketten. Ich habe nämlich auch noch Schnitzel eingefroren. Dann kann man Schnitzel mit Kroketten essen. Und was bei uns nie fehlen darf, ist Milch. Die gute Biomilch hier aus der Gegend, aus der Region, die kommt aus Lilienthal, ist gleich um die Ecke und ja. Dreimal müsste fürs Wochenende reichen. Das war alles, was ich gekauft habe. So, endlich haben wir beide gemeinsam Feierabend. Nicht an der Schlachte, wie ich erst überlegt hatte, weil das Wetter war ja mau, sondern jetzt schön in den frühen Abendstunden auf der Terrasse. Und was hast du da Schönes? Ich habe es mal gewagt, Klamotten im Internet zu bestellen. Weil ich es leid bin, hier in Bremen durch die Geschäfte zu gehen und nicht das zu finden, was ich haben will. Es ist wieder was, was man vielleicht, ja, ist nicht mehr so modern, eine Cargo, kurze Hose für den Sommer. Und wichtig ist mir dabei, dass ich diese Taschen hier habe. Wo man eine Kamera reintun kann. So, es ist die große Frage, ob das Ding überhaupt passt. Also gut aussehen tut sie von hier. Kann man Ja. nicht meckern. Bin gespannt. Gibt es Ich hier gleich gucke. eine Modenschau oder nicht? Wohnschau, ich probiere die Hose jetzt an. Natürlich nicht vor der Kamera. Schade. Das hätte ein paar Klicks gegeben. Ja. Aus falschen Kanal. Na gut, dann sehen wir uns gleich wieder, wie du deine Hose präsentierst. Ja. Tja. So. Mal gucken, wie die Taschen. Eigentlich ist sie ganz gut. Also gleich noch eine zweite oder eine dritte noch dazu bestellen, wenn man schon mal eine gefunden hat. Nee, das nicht. Ich habe ja noch welche bestellt. Und Ach so, zwar, es kommt noch mehr. es kommen noch zwei. Zwei oder eine, weiß ich gar nicht genau. Ich habe nämlich gestern schon mal eine gehabt, die ich vom Aussehen ein bisschen besser fand, aber die war einfach zu klein. Und diese, wie ist das auch schon komisch, aber okay, ich behalte jetzt. So. Also, was lernen wir daraus? Man kann auch mal Klamotten im Internet bestellen, obwohl ich das normalerweise niemals mache. Weil ich normalerweise die Sachen anprobiere. Aber ich weiß, diese Hosen, die gibt es hier in Bremen nicht. Vielleicht gibt es die irgendwo, aber nicht da. Da muss ich weit für fahren. Ich würde sagen, man lernt daraus, man kann auch mal Glück haben. Kann man. Habe ich ja sowieso. Mit mir. Was hast du gesagt? Na, immerhin hast du dich nicht verschluckt an deinem Bier. Richtig.
Wochenende und ich habe jetzt Lust auf ein Glas Wein. Und ich gucke mal, ich habe nämlich einen besonderen Wein im Auge. Moment. Ich hatte doch diesen guten Tropfen als Paket geschickt bekommen. Das war ja der, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der hieß. Der Flutwein von der Flutkatastrophe, was man gerettet hat. Und das ist ein Rosé Burgunder. Und Rosé finde ich jetzt gerade sehr passend. Wir gucken mal, wie er schmeckt. Wow, eine sehr schöne Farbe. Riecht auch sehr gut. Schmeckt gut. Also vielen Dank nochmal an den edlen Spender des guten Tropfens. Du hast meinen Geschmack getroffen. Dankeschön. Wir wagen es nochmal, draußen zu essen. Man sieht in der Ferne schon Regenwolken. Ich bin mir ich nicht sicher. Ich filme das Ganze mal für die lieben Zuschauer, was hier so mein Blick gerade ist. Welchen Verlauf die Regenwolken nehmen, aber ich habe das schon mal auf Instagram gesagt. Wenn wir draußen essen können, dann essen wir auch immer draußen. So, John, möchtest du die erste Portion von dem scharfen Chorizo-Auflauf? Geht das? So, ups, Teller dich da rein. Ist er diesmal wirklich scharf? Ja, ganz scharfe Chorizo. Mögen wir alle gerne. Rezept findet ihr auch bei mir in den, wie nennt man das? In der Videobeschreibung. Nee, in der Videobeschreibung nicht. Haben wir schon mal ein Video drüber gemacht. Wie find, muss ich das Video dann verlinken? Ja, ich glaube, ne? So läuft das dann. So, und ich war mal so nett und habe dir auch von dem Flutwein angeboten. Ist gut? Ja. Genau, so geht für uns halbwegs der Freitagabend zu Ende. Was wir gleich noch vorhaben, könnt ihr gleich miterleben. Seid gespannt. Naja, wir essen jetzt erstmal. Ihr erkennt es bestimmt alle, was wir jetzt vorhaben zu gucken. Das ist die entscheidende Frage, denn wenn hohe Preise höhere Löhne nach sich ziehen, ich sag ja, ich weiß schon, warum ich auf Technik keine Lust habe. Wir wollten nämlich eigentlich den Bremer Tatort in der Mediathek gucken. Ich bin schon froh, dass Stefan mir die Mediathek anmachen kann, weil der Bremer Tatort ist bei uns eigentlich immer das Pflichtprogramm. Wir gucken ja immer gerne Sachen aus unserer Stadt. Ja, was da jetzt passiert ist, weiß ich auch nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn es gleich geklappt hätte. Die Wirtschaft und deren Wettbewerbsfähigkeit. Aber Spannung schon vor dem Tatort, würde ich sagen. Hat auch die EZB nach wir gucken mal, ob es jetzt klappt. Ich zähle auf dich, Stefan, dass du das noch in den Griff bekommst. Das ist nicht mein Problem. Ich meine, bei mir oben im Zimmer funktioniert es. Liegt daran, dass der Fernseher nicht über LAN angeschlossen ist, sondern nur über WLAN. Ja, wenn du meinst. Ja, daran liegt es. Ja, ich kann dir nicht ganz folgen, aber gut, ist mir egal, Hauptsache es läuft gleich. Ich bin auch nicht dafür verantwortlich, dass das nein, alles funktioniert. Nein, das wollte ich auch nicht sagen, aber das kann man mal festhalten, du genau. Kennst dich ein bisschen mehr damit aus und du könntest eher den Fehler oder das Problem beheben als ich. Ja. Ich hätte jetzt ausgemacht und ja, wäre stinkig gewesen. Und dank mir können wir heute noch den Tag auch noch genießen, bin mir ganz sicher. Oh, ich bin gespannt. Muss mal eine Ruhe haben dafür jetzt. Geschafft! Hurra! So, spannende Unterhaltung, Stefan. Dankeschön. Bremer Tatort gucken wir immer sehr gerne, weil es eben in Bremen gefilmt ist. Sonst gucken wir gar kein Fernsehen eigentlich mehr. Das ist das Einzige, was wir noch gucken. Zweimal im Jahr, glaube ich, kommt das hier. Sind wir mal gespannt, was also von Bremen für uns zu sehen ist. Aufpassen jetzt! Neuer Tag, neues Glück. Heute ist Samstag. Den Freitag habt ihr mich ja schon begleitet. Und ja, der Tag hat nicht gut geendet, sage ich mal. Der Tatort war
fällt mir gar nicht so ein. Bremer Tatorte sind immer ein bisschen spezieller, aber ich fand sie nie schlecht. An dieses neue Ermittlerduo muss man sich auch noch gewöhnen. Also, aber uns ist gestern irgendwie gar nichts mehr dazu eingefallen, als die Auflösung kam, als der Tatort zu Ende war. Also waren wir alle irgendwie wenig begeistert. Und Stefan, möchtest du auch noch was dazu sagen? Soll ich mal eben eingreifen? Warte. Ja, also ich bin ja auch eigentlich jemand, der den Bremer Tatort echt liebt. Wir haben, glaube ich, jede Folge bisher davon gesehen. Aber die Macher, ich weiß nicht, ob es allgemein bei jetzt ist beim Tatort oder beim Bremer Tatort so ist, sie haben ihre Fähigkeit verloren, eine nachvollziehbare Geschichte zu entwerfen, der man folgen kann. Ich wusste zu keiner Sekunde, was genau wollten die von mir, welche Traumsequenzen waren da drin. Es war ganz, ganz furchtbar und das Schlimmste, was ich von dieser Serie in meinem Leben gesehen habe. Also kann nur noch besser werden. Was wir am Anfang eben schon gesehen haben von der Sequenz, meine Erdbeeren, die werden zwar reif und die eine hier ist leider verfault, aber ich habe hier eine besonders schöne entdeckt. Diese hier. Und die werde ich jetzt mal verkosten. Bin echt gespannt, wie das schmeckt. Hat tatsächlich Erdbeeraroma. Ich bin gespannt, ob ich noch eine größere Ausbeute oder Ernte hier haben werde. Und auf die Tomaten bin ich auch gespannt. Das dauert wahrscheinlich noch, aber ja, war nicht schlecht. So, da sind wir in der Sonne. Mit leckeren Getränken und leckerem Essen. Und das zum Wochenende mal Sonne mal scheint. Das kennt man gar nicht mehr. Also wir genießen jetzt das Wochenende weiterhin. Den Samstag haben wir heute, ja. Und wer sich wundert, wo John ist, der ist verabredet. Und ja, deswegen genießen wir auch zu zweit das schöne Wochenende. Das haben wir noch nie gemacht, hier gesessen. Das kann sein, siehst du? Wir haben immer nur gesehen, dass andere hier sitzen. Jetzt machen wir es mal selber. Und das Bier, was wir hier trinken, ist ein Bier. Oh, der Wind kommt gerade. Das in Bremen gebraucht wird, in einer kleinen Brauerei hier in der Innenstadt, dem Schüttinger. Und mal sehen, wie es schmeckt. Also man kann im Schüttinger super Poolfahrten feiern, kann ich mal sagen. Das stimmt. Ja. Bier ist auch lecker. Das stimmt, jetzt genießen wir hier so ein bisschen. Sonntagmorgen mittlerweile. Der Samstag war super. Also wir haben noch ganz lange der Musik an der Schlachte gelauscht auf dem Kalienmarkt. Man ist es aber nicht gewohnt, so lange auf Steintreppen zu sitzen. Mir tut doch ein bisschen der Hintern weh heute Morgen. Und ja, wer keine Arbeit hat, macht sich welche. Ich bin hier schon am Freiräumen. Ich muss euch gleich mal das Fenster zeigen. Das sieht katastrophal aus. Ich habe nämlich über Nacht das Fenster auf Kipp gelassen und dann war die Beleuchtung an für das Click and Grow und das zieht die ganzen, ja, Mücken sind das gar nicht, so kleine Fliegen zieht das an. Ich kann das jetzt erstmal alles sauber machen, alles wegsaugen, unter der Decke klebt alles. Es ist widerlich. So, jetzt kommt meine Geheimwaffe zum Einsatz, um die Viecher hier
schnellstmöglichst und sauber von der Wand und vom Fenster zu entfernen. Ja, wie ihr vielleicht schon erahnen könnt, die Jungs sind tatsächlich in den Heidepark gefahren. Deswegen geht es bei mir heute ein bisschen entspannter und ruhiger zu, was ich sehr schön finde. Ich habe aus meinen Fehlern auch gelernt. Ich habe jetzt hier ein anderes Behältnis für meine Wolle genommen und nichts, was die Sonne reflektiert und hier wieder einen halben Brand auslöst. Ja, ich werde das schöne Wetter genießen, ein paar Prospekte noch wälzen, ein bisschen lesen, ein bisschen stricken, vielleicht einen Podcast hören. Also alles, was gut tut, bevor der Alltag oder der Arbeitsalltag die nächste Woche wieder anfängt, und deswegen werde ich jetzt noch hier meine Batterien aufladen. Stadt zurück, da habe ich es vielleicht 20 Minuten ausgehalten. Ich würde fast sagen, wegen Überfüllung geschlossen. Es ist verkaufsoffen und ich glaube, das 9-Euro-Ticket lotst auch ganz viele Touristen hierher. Also nee, das war überhaupt nicht meins. Und dann wollte ich auf dem Rückweg, wollte ich mir beim Bäcker ein Stück Kuchen holen. Da war so eine lange Schlange und ich habe da bestimmt auch 5 Minuten gewartet und ja, die Verkäuferin, die war aber so langsam. Habe ich gedacht, nee, nimmst du doch kein Stück Kuchen. Du gehst jetzt endlich zur Erdbeere und gönnst dir ein paar Erdbeeren. Habe ich die ganze Saison noch nicht, weil es so teuer ist. Aber oh, dieses Aroma, die riechen so lecker und die werde ich gleich richtig genießen. Viel passieren tut hier heute sowieso nicht mehr. Merkt ihr ja irgendwie, alles ganz chillig heute bei mir. Deswegen werde ich mir die Erdbeeren gleich zurecht machen und werde mich schon an den Videoschnitt setzen. Weiß, dass ich von Stefan da auch noch Hilfe brauche bei einigen Sachen. Werde das aber schon mal vorbereiten und ja, verabschiede mich von euch. Freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Habe mich versucht, diesmal ein bisschen kürzer im Reden zu halten. Vielleicht ist euch das aufgefallen und ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal und mach's gut. Macht's gut, nicht mach's gut.